the fellas need to talk business, so you're going to look after my girl for the evening. Hey, Maria, move your butt. Dumb broad does this every time. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Ja, frag mal Toni Schipujani. Die kann wirklich eine Menge Ärger machen. So. Dann fahren wir nochmal zu Chico und... Ihr könnt es euch denken. Ich habe gerade ein lautes Miauen gehört. Mal gucken, wie wir damit umgehen, ne? Die nächste Stunde wird jetzt schwierig. Da. Ja. Er hat auch wieder Fressen bekommen. Da braucht er jetzt keine Sorgen zu machen. Er frisst es halt einfach nicht. Da kann man sich vielleicht Sorgen machen. Dö. Bäbä. Warum ist hier ein GPS überhaupt? Hallöchen, Chico. I'm Mira, it's my favorite lady. You looking for some fun? A little, some spank? Hey, Chico. Nah, just the usual. Here you go, lady. Hey, maybe you should check out the warehouse party at the east end of Atlantic Keys. Thanks, Chico. See you around. Gracias. And enjoy. That's good stuff. Habe ich eigentlich euch zur neuen Folge zurückbegrüßt? Er lebt noch, ne? Er lebt noch, alles gut. Gut, dann fahren wir jetzt mal zur Party. Und hier gibt es jetzt gleich eine Sache, von der ich euch... Jetzt müsste die letzte Folge gewesen sein. Naja doch, es war eine letzte Folge, die ich mich halt früher aufgenommen habe, die letzten beiden. Jetzt habe ich noch was, irgendwie ein bisschen Zeit. Deshalb nehme ich jetzt auch eine Folge auf. Und ich werde hier mal so ein bisschen vorankommen, ne? Ich war von der Uni, Sachen gemacht. Bin zufrieden. Und ja. Ich war nur jetzt richtig duschen, so. Das muss ich. Mach ich morgen Abend, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall, habe ich ja erzählt, dass man in einer Hauptmission ein schnelles Auto besorgen kann. Und ja, hier. Das hier. Man kann einfach mit diesem Auto wegfahren. Man soll halt auch so ein bisschen. Halt, man soll halt auf Maria warten. Aber. Also, es gibt auch so einen Countdown, so. Wann so ein Timer, wann sie wiederkommt. Allerdings, ja, blöder Countdown und geht jetzt weiter. Man hat auf jeden Fall genug Zeit, das Auto wegzubringen, wieder zurückzukommen, so. Blackie, nein. Ja, ne? Und eben noch diese Meldung, die kommt halt irgendwie erst viel, viel später, so. Frag nicht genau. Mal gucken, ob der gleich nochmal reinkommt. Ich hab den erstmal rausgejagt. So. Steigen jetzt eigentlich so in die Autos ein da? Wäre ganz witzig so. Ja, die steigen dann in ihre Autos ein. Cool. Cooles Detail. Ja. Auch hier bei der Amazon hat es früher irgendwie Probleme. Keine Ahnung, bin ich halt irgendwie über den Strand geflüchtet und dann beim Strand da diesen Hügel hochgefahren. Also da links von. Ja. Dieses sehr steiles Ding, aber irgendwie, wir können mit Salvatore fahren, die Sterne sind komplett egal, die verschwinden dann, wenn wir bei Salvatore sind, weil die, keine Ahnung, Respekt haben vor der Mafia, I guess. Also ja, wir müssen einfach nur fahren, das ist aber so schwierig, weil das Spiel einem am Anfang ja nicht sagt, ob man die Sterne losleihen muss oder nicht. Sondern einfach, ja, man kriegt die Info halt erst, wenn man halt dann da ist. Däde. Aber gibt ja schon so Sinn, ne? Die jagen uns halt so wegen Kriminalitäten und dann so, oh, Mafia, ja, dann lieber nicht. Meine Güte. Also haben wir die Folgen jetzt auch schon weiter als die Triaden von damals, aber naja, irgendwann hören sie dann doch auf hier. You know, I enjoyed myself for the first time in a long while. And you know, you treated me really good with respect and everything. I better go. Ich hoffe, wir sehen diese Frau nie wieder. So, Mission erfüllt.
Wir machen auch direkt die nächste Mission bei Salvatore. Aber die nächste Mission hat ja eine Speedrun-Taktik, auch ein Rockstars-Achievement, die mir egal sind, so, aber gibt es. Auf einmal ist es eine Speedrun-Taktik und es ist halt auch einfach eine ziemlich coole Sache, dass das halt auch funktioniert, so. Da brauchen wir mal ein Taxi. Ich hoffe, das ist ein okayes Taxi. Ich denke mal, ist egal, was für eine Art Taxi, Hauptsache Taxi. Und am besten auch in recht gutem Zustand. Denn, ja, Salvatore wird uns jetzt sagen, was los ist. Curlys Geheimkontakte. Leave us alone for a minute. The Colombian cartel is making spank somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob, works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. Das Spiel sagt uns ja sogar, also Salvatore sagt uns ja sogar, dass er immer ein Taxi nach Hause fährt. Also sagen wir mal, gibt das keinen Grund, dass wir nicht der Taxifahrer sein dürfen, ne? Und das ist halt irgendwie richtig cool, dass es einfach so Details gibt. Das ist halt irgendwie noch ein besseres Detail als das mit der Explosion, explosiven Autos. Mit den Explosionen bei Shang-Chi Li Shong. Ja genau, Shang-Chi Li Shong. Einfach ja, ist halt cool, dass es auch hier schon so verschiedene Lösungswege und Lösungsstrategien gibt für diverse Missionen. Weil wir auch das in der nächsten Mission, die wir machen werden, dann müssen wir jemanden besiegen, jemanden töten. Da können wir halt entweder mit einem Triadenlaster auf das Grundstück fahren, weil wir brauchen einen Triadenlaster, um das Grundstück betreten zu können. Oder, was halt auch möglich ist, wir ja, schießen einfach von außen rein oder irgendwie sowas. Und das werde ich halt auch wie auch machen. Hallo, zumal diese Mission halt auch eher eine optionale Trophäe beherbergt. Was? Ja, gut, dass wir direkt neu starten können. Was ist das hier? Warum habe ich immer so ein bescheuertes Glück? Nein. Also keine Ahnung, ich habe irgendwie solche Momente. Die habe ich noch nie gehabt. Und noch nie jemanden gesehen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der hier ansetzen wollte, ihm ein Taxi dahin zu fahren und einfach ein Kartellarschloch kommt und rauszieht. Das habe ich noch nie erlebt. Ba-da-da. Ba-ba-da-da. Also ja, der hatte dann keinen Bock mehr, weil wir halt nicht drin waren, verstehe ich, so. Oh, das sieht noch gut aus. Ja. Ja, keine Ahnung, weiß ich so. Ich weiß mir das nicht genau so. Wie wir stehen müssen, dann ist das Taxi auch nicht mehr so gut aus. Das Pferd steckt da oder ist das Taxi vorne, dann ist es so, dann akzeptiere ich das. Aber gut. Na gut, der steckt bei uns ein. Geiler Typ. Genau, und jetzt? Anstatt es eine nervige Verfolgung zu haben mit so einem komischen Schreckometer, das sehr empfindlich reagiert, so. Und das generell auch unlogisch ist, so generell Verfolgungsjagden in alten Spielen, so, oder auch in moderneren Spielen. Aber halt, jetzt sagt er uns einfach, hey, Taxifahrer, bring mich jetzt dahin, wo ich hin will, und dann fahren wir halt dahin. Und es ist richtig cool, dass es halt geht, so. Weil sie geht ja natürlich auch viel schneller, logischerweise, so. Deshalb wäre ja auch eine Speedrun-Taktik. Dä. Zeit für eine Zwischensequenz. Here comes our little friend, Mr. Big Mouth himself. Were you followed?
You know what goes on here is our little secret, Amir. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, Squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Catalina, so. So. Salvatore hat erstmal nichts mehr, aber Toni hat noch was. Denn, ja, anders als Joey und Luigi's Mission müssen wir die von Toni auch machen. Ich habe einen dringenden Job für dich. Toni. Auch Antonio genannt. Und hier bei dieser Mission gibt es jetzt das optionale Missionsziel. Und wir gucken einfach mal, wie das läuft. Triaden und andere kleine Fische. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Na, die Soldaten lassen besten mal einfach mal ein bisschen in Ruhe. Wird einfach nur, dass diese beiden Kollegen hier am Leben bleiben. Denn die dürfen nicht sterben. Und hier ist halt echt Krieg, so. Zwei Triaden sind kein Problem, so. Die kann man ganz gemütlich abschlachten. Aber der dritte, der mitten in Chinatown ist, da in dieser Fußgängerpassage, wo man mit keinem Auto reinkommt, das ist halt, Schmutz. Wir gucken, ob ich da irgendwie anders hinkomme, so. Ob ich erst snipern kann und sowas halt. Wer sollte es jetzt schon machen, so? Weg. Sehr gut. Komm, steigt ein. Steigt einfach ein, Leute. Das lief gut. Das lief gut. Und dann wirklich ein wilder Krieg hier. Das ist ganz gut umgesetzt, würde ich meinen. Gut. Dann haben wir die Trophäe jetzt eigentlich, haben wir die Trophäe jetzt schon sicher so. Ja, da sind wir die Fischfabrik, da waren wir schon mal drauf. Da war ja ein Päckchen, dann sind wir mit dem... Ja, mit so einem Laster raufgefahren. Aber ich werde jetzt einfach mal hier parken, so. Ich habe leider keinen Raketenwerfer. Kling, Gangsterboss. Sehr schön. Sorry. Oh, er lebt nur noch. Import-Export-Garage. Portland. Harbor. Danke nochmal, dass du uns all diese Fahrzeuge gebracht hast. Komm gerne vorbei, wenn du dir ein neues Fahrzeug abholen möchtest. Sehr cool. Dankeschön. Sind echt dankbar, die Leute. Gefällt mir. Gut. Das waren also übrigens alle optionalen Trophäen. Also, für optionale Missionsziel-Trophäen so. Wir sollten doch Taxifahrten machen, klar. Und ein paar Telefonmissionen und so. Aber hey. Es lichtet sich. Ja, wir werden auf jeden Fall diese Folge auf die neue Insel kommen und mal gucken, was wir machen. Auf jeden Fall werde ich mich dann um ein paar Fahrzeuge kümmern. Klar. mal gucken, was sonst noch so ansteht. Also ein paar Fahrzeuge auch hinblickend auf eine spätere King Courtney-Mission. Die man da auch im besten Fall halt, naja, gut vorbereitet. Ansonsten hat man später nämlich einige Probleme.
explodierende Fische. Okay, I've had enough of this shit. We're gonna finish the Triads and Liberty once and for all. Eight Ball's rigged a dust cart with a bomb. It's on a timer, so if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust cart. Careful. Eight Ball says it's real sensitive, and the slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart, so you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here. Nothing low budget. Okay, eine biblische Apokalypse will, ja? Gut. Soll er bekommen. Ich bin echt gespannt, wie viele Folgen es am Ende werden müssen. Also es dürften echt keine 20 werden. Außer ich stelle mich mal richtig schlecht an, aber nee. Meine Güte, ey. PS werden 17, mal gucken. Und ja, ich bin auch jetzt noch überlegen, so nächste Folge nochmal einen anderen Gast einzuladen. Allerspätestens übernächste Folge. Also ab nächste Folge wäre schon ganz gut. Ja, auf jeden Fall nächste Folge. Dann habe ich wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen Aufnahmepause. Aber das ist fein. Weil wenn ich das spielen will, ich habe genug was zu spielen. Oder Sack, oder wenn ich das aufnehmen will, Sackboy oder irgendwas anderes. Ja, wir sind noch bei Sly 3 zu spielen, habe ich jetzt 2 von 6 Welten geschafft. So eine Storytelling, natürlich auch die Nebenmissionen. Die Herausforderungen, die es da gibt. Aber da fehlen noch ein paar Prozentpunkte, ich bin gespannt. Und ja, Sly 3 wird auch platinieren und dann irgendwann, ja, die 100. Platin-Trophäe nähert sich. Deponia 4 kann es ja leider nicht machen, aber ja. So. Und wir müssen wirklich vorsichtig, leider eine kleine Schramme und die Anzeige schon fast voll, so, ne. Also passen wir einfach mal auf. Die Bombe machen wir jetzt noch nicht scharf, weil das ist kein, ist jetzt mit, ja, aktivieren und explodiert direkt, also die Bombe, die man auf Staunton Island kaufen kann. Bitte, bitte. Aber hätte ja nicht irgendwie eine, keine Ahnung, bessere... Hilfe. Ich bin erstaunt, dass es so wenig hochgegangen ist, die Anzeige. So, fahren wir einfach mal hier durch, das ist ganz gut. Er ist schon knapp bemessen, aber reicht halt voll die Zeit. Ja, ansonsten kann man. Vielleicht machen wir auch noch Taxifahrten. Ich glaube, die Mission auf Staunton Island will jetzt nicht unbedingt anfangen. Also, die allererste Staunton Island Mission könnte ich theoretisch machen, weil das thematisch eigentlich noch ganz gut passt zu dieser Insel. Aber gucken wir. Gucken wir. So. So, zwischen den Gas. Tschüss, ihr Penner. Er ist nicht tot. Ich brauche eigentlich keine Energie, kein Leben so. Also von daher ist egal. Für die Mission, also kann natürlich trotzdem dumm sterben so, ne? Prinzipiell brauche ich kein Leben. Und die Katze steht in der Tür. Also mal gucken, was ich dann gleich deswegen mache. Das ist ein Yankee. Wie sieht das jetzt im Vergleich zum Mule aus? Naja, ich kann dann gleich in der. Während der Zwischensequenz. Ja. Kurz mal liebe Worte sagen, das war jetzt bestimmt. Ich habe mich schon ein paar Mal stumm geschalten, weil ich schon wieder Reusmann des Todes habe. Da hat Black jetzt die Tür geöffnet. Na, na, ne, ne, na, na. Nu, hu, hu, hu. Möchtest du den Leuten was mitteilen, Blackie? Ja? Du möchtest auf den Schreibtisch jetzt hochkommen und mir die Sicht blockieren, ja? Ja? Ja, ja? Gut, dann mach das. Warte, warte mal. Kostet das Geld? Ja, natürlich kostet es nicht Geld, so, aber. Ja, mal mitnehmen. Ach, Blackie. Ach, Blackie, du. So, glaube ich, kann Gas bringen, nur einen Finger. Ba, 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 da, 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 da. Ah, ho, 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 ho. Hallöchen. Der Bombenanschlag, Teil 1. We should take these Colombian bastards out, but while we're at war with the Triads, we ain't strong enough. The cartel has got bottomless funds from pushing that spank crap. If we make an open attack on them,
They'll wipe the floor with us. They must be making spank on that big boat that Curly led you to. So we gotta use our heads. Or rather, one head. Your head. I'm asking you to destroy that spank factory as a personal favor to me, Salvatore Leone. If you do this for me, you will be a made man. Anything you want. Go and see 8-Ball. You'll need his expertise to blow up that boat. Blacky ist in der Zwischenzeit auf meinen Schoß gekommen. Und da fahren wir zum 8-Ball runter. Aua. Und ich frage mich immer wieder, warum das jetzt schon ein neues Missions-Icon ist. Aua, Blacky. Aua. Ah. Ah. Kann ich bitte nicht in mich rein. Aua. Aua. Aber ja, also prinzipiell, wir haben jetzt so ein dummes Gespräch und keine Ahnung, jetzt hätte man ja noch so einen Bombenanschlag Teil 1 triggern können, weil der Bombenanschlag Teil 2 kommt zweimal vor. Yo, my man. Salvatore phoned ahead, but a job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need $100,000 to cover expenses. But you know with me, you get a lot of bang for your buck. Come back, brother, when you have the money. 500.000? Ich könnte noch 5 Millionen draufpacken. Nochmal Teil 2. Okay, let's do this then. I can set this baby to detonate, but I still can't use a piece with these hands. Here, this rifle should help you pop some heads. Aua, Blacky. Was haben wir, einen Sniper? Blacky, hör bitte auf. Danke. Ich habe noch die Erklärung, wie man Sniper benutzt, aber ich habe den Sniper gerade eben schon benutzt. Ja, ansonsten. Also man kann es auch regulär, wenn man Blacky auch ganz regulär machen, die Mission gerade von außen. Man kann Granaten reinwerfen, man kann auch einfach reinballern. Das ist im Original ein bisschen schwierig, wenn man da nicht healen kann, also auf den Konsolen zumindest. Aber hier, Blacky, hör bitte auf. Hör bitte auf, dich in mich reinzukrallen, danke. Kreis mich nicht rein, nein. Aber ich glaube, du gehst doch nicht davon aus, dass du mir weh tust, ne? So. Da sind wir auch schon. Fucking Kartell. Get a good vantage point, then I'll head in when you fire the first shot. I'm all quiet, like a scared DJ, man. Ja, das ist so eine Mission, die kann man auf dem PC aus der Tourstellung ganz gemütlich machen, kann man hier einfach auf so ein aufs Auto springen und dann halt schießen so. Aber ja, mit Kontrollsteuerung ist es ein bisschen umständlicher, glaube ich, aber ich kenne es auch nicht anders, aber egal, ne? Wir gehen einfach hier hoch aufs Dach und ballern alles nieder. Wir müssen dann gesagt, wie er gesagt hat, rennt nämlich sofort los, warum auch immer, wenn wir den ersten Schuss abfeuern, anstatt einfach so warten, bis keine Ahnung, die Leute tot sind oder so, oder und sie es einfach selbst machen lassen. Blacky, hör bitte auf. So, und das war irgendwie so eine Mission, die ich als Kind damals nie geschafft habe. Ja, als Kind. Blacky, hör bitte auf. So, wir halt einfach alle ganz gemächlich abballern. Dann klappt das schon. Blacky! Hatten es alle? Das waren alle sehr gut. Ich hatte auch ein Handicap Blacky, aber ja, jetzt auf der Konsole ist es schon so ein bisschen. Schon nur ein bisschen schwierig. Ich will in das Auto rein.
100.000 gezahlt, 150.000 zurückbekommen. Wir haben einen Gewinn gemacht, auf jeden Fall. Gut, und ja, haben jetzt eine halbe Stunde die Insel abgeschlossen, ne? Wild, ne? Wie schnell das auch einfach geht, ne? Vergleich zu den ganzen Nebenaktivitäten. Ja, wir fahren jetzt rüber auf die. Also, wir machen jetzt die letzte Mission hier auf der Insel. Kümmern uns dann um einige Fahrzeugbeschaffung. Und wenn es die Zeit auch noch zulässt, es geht davon aus, ja, aber vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, was passiert. Dann, ja, machen wir noch die erste Mission auf der ersten Insel, auf der zweiten Insel. So. Halt immer mit dem Kartellcruiser zur Mafia, die freuen sich auf jeden Fall. So. Aber jetzt erstmal. Die letzte Mission des Spiels. Der letzte Wunsch. It's my favorite cleaner. I'm proud of you, my boy. You kicked the shit out of those grease balls. I just got one little job for you before we can all celebrate. There's a car on the block from Luigi's Club. The inside is covered in brains. We had to help some guy make up his mind, and it proved a little messy. Take it to the crusher before the cops find it. Na, no, das ist doch eine ganz gemütliche letzte Mission. Mein Kartellauto ist noch da. Ich kann mich mit der Mafia irgendwie nicht mehr so identifizieren. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwas ist passiert. La 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 la. Papa. La la la. Did it Jane? Wünsche ich keinen Text. Das wäre Tobis Lieblingslied in GTA 4. So, es müsste. Schöner Sportwagen. Hier, Maria. Das mit dem Wagen ist eine Falle. Komm zum Steg südlich der Callahan-Brücke, wie sie in GTA Advance heißt. Am besten. Ich glaube, ich bin schon mal ins Wasser gefallen. Hier bei der Anfahrt so. Fahren wir mal rückwärts rein. Listen, Salvatore thinks that we're going behind his back, so he was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. Don't ask me why. I don't know. Look, you're a marked man on the mafia turf, and I've got to get out of here too. I've seen too much killing, too much blood. This is a friend of mine, okay? She's an old friend. It's Asuka. She's someone we could trust. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we get more hysterical Italians wanting less friendly reunions. Ich kann nicht mehr Asuka hören. Also, den Namen Asuka so ausgesprochen, weil es Asuka heißt, so. Wenn du ein bisschen, als würde ich jetzt Yusuke sagen. Dann würde Tobi auch ausrasten. Yusuke, das klingt richtig furchtbar. Aber ja, das Spiel spricht jetzt aus, ne? Aber es ist halt... Ist halt falsch, ganz einfach. Jane. Okay. Hier, ne? Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber passt. Asuka and I are gonna have to talk. Why don't you go cruise around? You'll need a place to lie low. There's a warehouse at the edge of Belleville that should suit your needs. Come back here to my condo when you're ready, and you and me can have a little chat. Good chat. Ich meinte, ich würde 30 Minuten Folgen machen, ne? Dann wäre jetzt der perfekte Schlusspunkt. Pling! Gezeichneter Mann. $20.000. Dankeschön dafür. Danke, Asuka, für das Geld. So. Autosbeschaffung. Es gibt, wir müssen zwei Autos hier nach Staten Island von Portland rüberholen und drei Autos rüberbringen. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Spaß an. Wir fangen direkt mit dem Spaß an
Und ja, holen uns einen Mafia. Mafia. Um ehrlich zu sein, sollte hier keine Autos drinstehen haben, so. Was wollte ich sagen? Wir holen uns einen FBI-Wagen. Wir haben hier 5 Sterne, das heißt, wir können die runterlocken und töten. So. Aber ich speichere erstmal ab, für den Fall der Fälle, dass wir neu laden wollen. Der letzte Passagier. Der tote Passagier. Der tote Passagier war auch der letzte Passagier dieses Autos. Kann man nichts anderes dagegen sagen. Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hab Angst, so, ne? Blacky, hör bitte auf. Jetzt ist ernst. Ja. So. Ich geh mal runter. Wir können Hubschrauber abschießen. Dann kriegen wir den 5. Stern. Ja, 6 Sterne können wir noch nicht bekommen. Und hier drin parke ich das FBI-Auto dann, genau. Zahlen. Bestpreise. Hallo, ich hab grad Probleme. Hast du Bock? Mal. Dankeschön. Okay, 5 Sterne, das ist gut. Muss ich eigentlich. Ja, ein FBI-Auto runterholen. Ja, du bist kein FBI-Auto. Okay. Okay. Jetzt hätte ich Bock auf FBI. Idealerweise nur eins. Ne? Ja, krass, dass da immer noch Passanten rumlaufen, so. Nicht Police, ich will FBI haben. Oder gibt es hier auf dem Spielstand keine FBI-Autos? Ja, laufen wir nochmal Polizistenstreifen rum, das ist ja okay, aber halt keine Polizeiautos mehr. Komm her. Schafft er erstmal, das meint ihr. Ja. Die fahren weg. Wie viel seid ihr? Ihr seid zu viert. There you go.
Oh, fuck. Ich bin tot. Ich würde gerne neu laden. So, warum... Oh, ich hasse es, dass ich direkt auf Laden drücken kann, wenn ich sterbe. Ah, ey. So, Spiel laden, bitte. Ja, wie gesagt. Gut möglich, dass wir halt die Mission noch nicht mehr machen. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen hin und her fahren. Drei Fahrzeuge von... Hier. Drei von hier rüber und... Umgekehrt, so. Okay. Neuer Versuch, neues Glück. Vier Sterne. Okay, fünf Sterne ist schon mal gut. Sechs Sterne können wir übrigens noch nicht bekommen. Die fünf Sterne sind jetzt erst möglich, seit wir auf Storten Island sind. Storten. Killen wir den mal? Ja, ist aber nicht das Haltag-Info, ne? Ja, das ist, glaube ich, der Kran, ne? Das ist ein Unkur, das nehmen wir hier, dann die AK. Oh nein. Kann ich den vielleicht retten, so noch? Komm mal mit mir rein. Leute, ich würde leider mal probieren, ob ich dieses Wrack hier einfach reinschieben kann, so. Oder ich nehme einfach dieses Auto. So. Meine Güte, ey. Hätte schneller gehen können, aber hey, hätte auch langsamer gehen können, ne? Weg damit. Wo ist die Katze eigentlich hingegangen jetzt? Lala, gut. Dann machen wir jetzt unseren 5-Stufen-Plan. Schritt 1.
Oh, das Wrack ist verschwunden. Schritt 1, FBI-Auto rüberbringen und dann weinen wir doch dabei auch einfach mal direkt die Callahan Bridge ein. Vielleicht dauert es ein bisschen, aber das ist notwendig, was wir tun. Definitiv notwendig. Später müssen wir jetzt gar den ganzen Spaß auch nochmal einen Panzer machen. Das wird auch nochmal lustig. Aber das können wir erstmal, wenn wir die Dritte ins offiziell freigeschaltet haben. Dann machen wir das. Vorher nicht. Und ja. Ja, wie gesagt, das ist kein Barracks. Das ist ein Flatbed. Ein Barracks OL müssen wir rüberbringen, auch noch von Portland. Von Staten Island. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Übrigens hier. Ja, und eine Sirene. Ganz cool. Kein Bock mehr. Natürlich haben wir auch hier. Gedrückt halten, ist auch nochmal. Alle Sirenen zeigen. Ich hab keine Bürgerwehr. So, witzig, einen FBI-Wagen zu machen. Das, dem stimme ich jetzt mal so zu, aber muss halt auch nicht. Gut, jetzt brauchen wir Mafia-Wagen. Jetzt sind wir im Mafia-Gebiet noch willkommen, mehr oder weniger. Also eigentlich nicht so, aber die hassen uns noch nicht so. Weil es ja nicht so, okay, Salvatore wollte uns loswerden, aber er hat es jetzt nicht so an die große Glocke gehangen. Deshalb haben jetzt die allgemeinen Mafiosi nicht so wechselt mit Mafiosos, das ist was anderes. Er hat erstmal kein Problem mit uns. Noch nicht, ne? Aber später haben die guten Herren Schrotflinten. Ja, Schrotflinten. Und ihr wisst, wie schnell eine Schrotflinte ein Auto demolieren kann? Ja. Kokain. Das ist ein Mafia-Auto, ne? Ja, gut. Dann nehmen wir halt einen freistehenden FBI-Wagen und nein, es geht nicht aufs Autos Grundstück, oder bin ich tot. Solange der alte Herr noch lebt. Wir nehmen einfach den hier. Erinnert ihr euch, hier war eine, ein Amoklauf. Der auch richtiger Schmutz sein kann. Wenn man den mit Verfolgung macht. Oh! Das war der Typ von eben, oder? Wahrscheinlich. Oha. Krass. Bin begeistert. Ich kann das schon mal verraten. Für eine spätere Telefonmission müssen wir... 3 Gang-Autos abliefern. Einer davon ist der, naja, der Mafia-Sentinel hier. Dann der Yakuza-Stinger. Das wird kein Problem sein. Der steht ja auch auf Staten Island immer rum. Das ist kein Problem. Der Mafia-Wagen ist halt das Schlimmste so. Aber dann auch noch den Diablo irgendwas. Bin gespannt, wie das heißt. Den brauchen wir halt auf jeden Fall auch. Ba-ba-ba-ba. Und den holen wir dann auch direkt mit. Ja, den zu holen ist das nicht schwierig, das stört man jetzt nicht so, aber ja, wenn wir jetzt gerade eh schon dabei sind, hin und her zu fahren, dann können wir das ja mitnehmen. Na, 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 na. Wird jetzt sogar eine Kusas-Dinger drin steht, aber nee. Wir holen jetzt, ja, wir haben noch 2 Fahrzeuge, die wir holen müssen, Barracks OL. Und Enforcer, der Einsatzwagen, den wir schon mal geholt haben, den wir ja theoretisch auch schon auf Portland hätten holen können, wenn wir uns hier Scherne ergattert hätten. Aber hatte ich keine Lust drauf, weil der hier einfach rumsteht, ne? So, ja. Baby! Dafür müssen wir jetzt hier auf dieses Grundstück da hinten fahren. Ich hoffe, ich schaffe das so, wie ich das mir ausgemalt habe. Mach mal doch! Kann man machen. Ist auch ein, ja, ist halt auch ein, ja. Aber damit könnte man, also ist auch ein Bürgerwehrfahrzeug, aber dann kann man die Bürgerwehrmission nicht machen. Ja, ne. Aber wenn wir mal 6 Sterne haben, dann fahren auch diese Wagen rum und erstellen Straßenblockaden, greifen uns an und sowas.
Aber ja, weihen wir doch einfach in den Tunnel ein, wobei es glaube ich mit dem Auto jetzt nicht so geil ist. Okay, jetzt weihen wir auch mal die Ego-Perspektive ein. Boah, das ist furchtbar. Also von Ego-Perspektive. Ja, das ist keine Ego-Perspektive, das ist eher so Motorhaubenperspektive. Aber ja, ja, hier ist jetzt die Absperrung, die nach hinten gewandert. Und wenn wir mal Bock hätten, auf Großart Base zu gehen, dann funktioniert das mit dem gleichen Trick, wie halt auch vorher auch schon, nur dass wir halt dann hier oben halt weiterlaufen müssen, bis wir halt dann in Shoreside Vale hochgelassen werden. Habe ich nicht ausprobiert, aber sollte funktionieren. Na, 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 na. Wo lang muss ich einfach hier durch, so. Nicht sehr elegant. Ich bin voll einen Umweg gefahren, fällt mir gerade ein. Weil ich vorhin vom Hafen zurückgekommen bin und jetzt fahre ich, muss ich hier hinfahren, weil Diablo und so. Ich wäre das voll der Umweg, so. Voll dumm. Von mir, ne? 723? 744. Man kriegt so ein bisschen Geld zugeschmissen, wenn man rammt, das ist geil. Damit haben wir auch den Mr. Whoopi für die Folge fertig. Wir hatten in der Folge schon Mr. Whoopi. Ja, hier bin ich. Sehr schön. Was ist denn für ein Lied? Hilfe. Weil wenn der für links abbiegen würde, dann wären wir direkt zur Brücke gekommen. Ich bin voll in den Umweg gefahren vorhin. Habt ihr das wahrscheinlich auch schon gedacht. Oder vielleicht auch nicht. Spult gerne zurück, wenn ihr das nicht mitbekommen habt. Ah ja, und hier ist jetzt auch wieder El Burro hier, aber keine Sorge. Der hat nur das Rennen nochmal zur Verfügung, falls ihr noch Bock hat auf ein Rennen. Dann könnt ihr das machen. Das ist ein Stern. Okay. Was ist denn das? Was haben die denn für ein Auto? Manana? Manana? Ne, Diablo sind hier. Und die Diablo-Fahrer sind Diablo-Fahrzeuge, aber der ist jetzt ziemlich weit weg so. Aber ich glaube, die Straße hier ist auch schon besser, um die Weste zu beholen. Was ist das? Keine Ahnung. Ja, da ist einer. Zu erkennen am Feuermotiv, dass das Auto schneller macht. Und an diesem komisch ist ein Hot Wheel, ne? Ein Stallion ist das, okay. So, und die Trianen hassen uns übrigens, so, ne? Für alles, was wir denen angetan haben. Schade, dass wir uns jetzt anschließen können, so als Rache an den, Mafiosi. Aber ne, die können so einen Arsch wie unter raus. Verstehst. Es ist interessant, dass wir für die nie arbeiten, weil für das Kartell arbeiten wir auch nie. Aber ansonsten für alle arbeiten wir, ne? Für die Diablos haben wir über El Burro gearbeitet, für die Mafiosi haben wir gearbeitet. Für die Yakuza werden wir arbeiten. Ja, und für die Hoods haben wir auch gearbeitet. Also werden wir arbeiten. Ja, und für die Yadis werden wir auch arbeiten. Nur Kartell und Trian, für die werden wir nicht arbeiten. So, und dann hat die Nachfolgern, bleibt die Motorhaube noch drauf, bitte verschwinde, dankeschön. Meine Garage wird sie wieder ranbauen, das ist nett. Ich glaube, wir sind sogar ein Paint Spray, ne? Die sprühen nicht nur, die reparieren nicht nur, die bauen auch einfach neue Teile an. Egal was fehlt, die haben das immer verfügbar. So, dann speichern wir doch mal ab. Einfach nur, damit nichts verloren geht. Und ich kann den OL auch noch abtragen.
abtragen. Mafia Sentinel und Diablo Stallion. Sehr gut. Stallion Sentinel. Ja, gut, das Dinger. Fängt alles erst an. Wild. Gut. Hol mal jetzt noch den Enforcer. Wo der ist, haben wir ja schon mal gesehen. Ich habe den letzte Woche auch. Letzte Folge auch gefahren. Bringen den noch rüber und dann. Ja, zeitlich so. Ja, ich denke mal, wir töten dann. Spoiler, Salvatore noch. Einfach nur, weil es einfach thematisch so passt, weil wir da immer noch auf die andere Insel nochmal müssen, so. Hallöchen. Um aus Erinnerung, um noch scannen zu kommen, brauchen wir ein Polizeiauto oder keine Ahnung, reinfliegen mit dem Dodo. Würde auch gehen. Kann man da vielleicht auch reinspringen, so? Man kann auch einfach reinspringen, so. Also, ja, gut. Und wenn wir diese wunderschöne Fahrzeug abgegeben haben, fehlt uns in Portland dann nur noch der Panzer und das Chaucer Vale, nur noch der BF Injection. Der theoretisch jetzt auch schon spawnen müsste, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber ja, wir brauchen den jetzt echt nicht und wir haben auch keinen Platz in der Garage oder so. Ich glaube, in die Portland-Garage passt er nicht mal rein. Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, der passt da nicht rein. Und ja, wir werden uns den holen, sobald die dritte Insel frei ist. Und ja, auf unser Glück hoffen. Hallöchen, weißt du noch den Bus, auf den ich mal geballert habe? Der Karma-Bus? Ja, ja. Das waren noch Zeiten. Mir ist ein bisschen langweilig. Oh, mach Platz da. Hier komme ich. Mach Platz da, hier komme ich. Ich bin Spider-Man. Ach ja, Spider-Man 2. Bald, bald, liebe Leute. Dieses Jahr noch. Nach Spider-Man Ignition oder so. Ah, krass. Leon hat mir jetzt so berichtet, dass er Stuntman, was er für die PS2 Let's Playen wollte, auch schon angefangen hat, abgebrochen hat in der dritten Folge, weil er viel zu unmenschlich und viel zu schwer ist. Er muss sagen, die GBA-Version von Stuntman, die war ja voll fein, so was Durchspielen angeht und so, aber da kann man auch nicht so viel machen. Aber auch Stuntman Ignition ist halt, war halt echt gut, so. Krass, was für eine Steigerung das war und da hört man wieder die Katze, das ist ja so auf jeden Fall. Naja, der... Der, oh, mein Mikrofon ist aus, das wäre ein bisschen doof. Grüße gehen raus an Let's Play Yu-Gi-Oh! Die Heiligen Karten. Ne, das war, mein Name ist dann erstmal ein Let's Plays. Die Heiligen, Yu-Gi-Oh! Die Heiligen Karten einerseits und halt auch bei Spendico 2 Endurance für den GBA jeweils. Das war wild, so. Und da habe ich halt, wie zweite, dritte Folge einfach meinen Sound nicht mit aufgenommen oder einfach verloren. Ich weiß es nicht. Ich hab da noch sehr seltsam aufgenommen, sehr dubios, weil ich von der Existenz von OBS nicht wusste. Ich habe es dann erst dann installiert, weil ich als Stream wollte, als ich auf dem PC streamen wollte, dann so, oh, das kann man ja auch so benutzen. Oder was nicht, war für die Capture. Ne, als ich die Capture-Card aufnehmen wollte, da habe ich dann angefangen, Steam OBS zu nutzen, offener Broadcast. Und Blacky, die Folge ist gleich um, ne? Wir haben gleich die 55 Minuten erreicht. Ich schneide am Anfang ein paar Sekunden raus. Dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Also haben wir genug Zeit für die eine Mission. Dann ist vorbei und dann prügeln wir uns. Bis zum Stream von Leon. So. Irgendwann werde ich dadurch sterben. Ich sag's euch. Aber nicht heute. So. Hallöchen. Sayonara, Salvatore. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family.
I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Früher, als ich Kind war, da bin ich immer mit dem Boot gefahren. Und hab dann irgendwie, so richtig krass gerade vorgeschlagen gemacht, irgendwie versucht zu töten, weil es komplett schwierig und nervig und so weiter. Jetzt fahren wir ganz gut über die Brücke. Geht auch viel schneller, als mit dem Boot runterzugehen, rüberzugehen, dann nach dem Boot wieder ein Auto zu bekommen. Das dauert halt schon, immer verdammt knapp dann so. Und so haben wir eigentlich mal genug Zeit, ganz gemütlich. Können uns positionieren und ihn dann ganz gemütlich wegsnipern. Ja, ja. Mit der Sniper, die uns, 8-Ball gebracht. Frag ich dann, wie 8-Ball dazu steht. Also ob 8-Ball, der ist einfach genauso wie wir, komplett neutral. Auch wenn das irgendwie so freundschaftlich wirkt, aber irgendwie ist ihm, glaube ich, komplett egal, wie wir jetzt misshandelt wurden. Er bleibt einfach da und macht sein Ding. Wie es ja auch schon in Liberty City Stories noch Advance gemacht hat. So. Ich finde es aber gut, dass wir mit dem Yakuza-Wagen hinkommen. Das ist eigentlich ganz gut, ne, so. Ah ja, doch, eigentlich nicht so, ne. Aber hat es sich verboten, ne? Wo ist denn den Club jetzt eigentlich? Blackie. Oh, mein Mikrofon ist an. Hier war auch ein Rampage, glaube ich, ne? Weil der war unten, ich bin hier hochgegangen, so ist erinnere mich. Blackie, nein. Wir kämpfen gleich, ja? Ja. Aber erstmal muss ich den Mafia-Boss erledigen, okay? Den Anführer der Leone-Familie. Mhm. Danach können wir feiern, ja? One last job. Ja. Ich will fragen, wann das rauskommt. Kommt jetzt noch die Meldung, er verlässt den Club? Oder soll jetzt kommt die Meldung, er verlässt den Club? Ich hoffe es zumindest mal. Okay, dann um halb halt. Will doch nicht nachgucken, was sie gesagt hat, wenn er den Club verlässt, weil dann dauert es halt nur noch länger, so, ne? Aber dann muss halt ein bisschen improvisieren und einfach reden. Im Lausel schrüber. Man kann irgendwie auch reinfahren, dann irgendwie halt einfach beim Rauskommen auf alle Ballern. Und wir machen es so. Ich hab das schon so intended, wie wir das jetzt machen. Da kann er jetzt mal bitte rauskommen. Vor allem, jetzt kommt gleich erstmal die Meldung, so er kommt raus, aber dann dauert es nochmal eine halbe Minute. Aber es ist jetzt immer um Punkt 30, so. Nee. Ja, ne. Kann ich mal ein bisschen üben, so? Ich hoffe, deswegen fehlt jetzt nicht die Mission. Blackie, hör auf! Man könnte natürlich auch mit der M16, oder kommen sie, da die Autos zerstören, so. Also vor allem das mittlere, so, aber nee. Er hat wirklich 30:30 gesagt, aber er kommt halt erst eine halbe Minute später halt raus. So. Nicht daneben schießen, das wäre ungünstig, dann müssen wir schnell die M16 auspacken und auf sein Auto ballern. Das könnte auch funktionieren, aber es wäre dann potenziell schon knapp, dann würden wir die Mission verkacken und wir hätten keinen Bock mehr aufs Leben. Und das war der Moment, liebe Leute, als die Mafiosi die Schrotflinte für sich entdeckten. Ja, ja. Was sagt die Zeit? Ja, fast die Stunde voll. So, weil wir jetzt auf Jagd, also weil wir jetzt fliehen müssen, machen wir Reichs FM. War früher mein Lieblingsradiosender. Hab ich irgendwie immer gehört. Weil es Techno liebe oder so, keine Ahnung. Metal, ich mag Metal. Ich hab so ein Auge für Metal entdeckt, so ein bisschen, zumindest ein paar. Ich hör generell einfach alles gerne so. Also wenn mir was gefällt, dann gefällt es mir halt. Punkt. Könnte Leute sagen, ich hab keinen Geschmack von mir aus. Mir gefällt das, was mir gefällt.
Ist ja generell so, bei Videospielen, Musik, religiöse Orientierung. Aber ja, da haben wir auch wieder gut was geschafft. Ich denke mal, ich hätte schon Bock, nächste Folge einen Gast zu haben. Wir haben keinen Curtain auch verfügbar jetzt. Mal gucken, wann wir den machen. Da warte ich idealerweise auch mal gerne, weil ja, eine Gang weniger gegen eins zu haben ist ganz nett. Und ja, am Ende der King Curtain Mission wird die Gang gegen uns sein. Das ist, war jetzt bei den Diablos nicht so. Die werden uns auch in Folge der King Curtain Mission hassen irgendwann, aber ja, das ist ein anderes Thema. I'm hard, you're not. Okay. Jo, schön, dass ihr noch da seid. Ich speichere schon ab. Bam. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In der nächsten Folge, ja, machen wir die, ja, geht's weiter mit den Hauptmissionen. Warte, ich kann den Enforcer noch hier abhaken von der Liste. Ja, Hauptmissionen. Ja, und irgendwie noch die Taxifahrten reinschummeln. Das müssen wir auch noch irgendwie machen. Aber nicht heute. Beim nächsten Mal vielleicht. Ciao, Kakao. Oh.